wir das managen, also das liegt ja alles bei den digitalen Expertinnen. Das ist heute Karin. Und weil wir so ein spannendes Thema heute auf dem Tisch haben, würde ich direkt an dich übergeben, Karin, und freue mich auf den Input an die Teilnehmenden während der Sprechstunde. Ihr habt Zeit, alle Fragen in den Chat zu stellen. Und bitte wählt dort in den Dropdown-Menü an alle Diskussionsteilnehmer und Zuschauer aus, sodass alle Personen es dann auch lesen können. Wir sammeln alle Fragen während des Inputs und haben dann im Anschluss noch genügend Zeit in einer Frage- und Antwortrunde mit Karin eure Fragen zum Thema Suchmaschinenoptimierung zu klären. Und von daher freue ich mich und wünsche dir einen schönen Input und bis gleich, Karin. Danke, Johannes und Aris. Dann geht's gleich los. Ich schalte mal meinen Bildschirm frei und dann haben wir gleich einen Einstieg. Ich habe ein bisschen auch eine Präsentation, aber nur ein paar Blätter, dass man so ein bisschen was zur Unterstützung hat. Wir beschäftigen uns heute mit Suchmaschinenoptimierung, SEO abgekürzt, aber eben nur mit dem On-Page-Teil und zwar noch genauer mit On-Page mit WordPress als so ein exemplarisches Beispiel, wie man On-Page-Maßnahmen vornehmen kann. Genau. Und als erstes ist ja immer die Frage, ja, Suchmaschinenoptimierung, was ist denn das eigentlich? Was braucht das? Was kann das? Wenn wir uns anschauen, wie wir selber nach Sachen suchen, ist ja wohl der erste Weg immer, dass wir in eine Suchmaschine gehen und ein Thema, nach einem Thema suchen oder nach einem Suchwort. Und wichtig ist als erstes, bevor man überhaupt irgendwas macht, dass man versucht, die Perspektive zu wechseln und von der Userinnenseite auszudenken, also das Surfverhalten von den Userinnen zu berücksichtigen und im besten Falle, die Lösung zu einer gesuchten Frage anzubieten. Also das kann die Lösung für ein Problem sein, für eine Unternehmensart, zum Beispiel Schlüsseldienst, wenn die Tür zugefallen ist, nach Lösungsansatz, wie zum Beispiel systemisches Coaching oder nach Produkt oder Dienstleistung. Dann haben wir, wenn wir eine Abfrage stellen in der Suchmaschine, oft oder meistens ist es ja Google oder auch Startpage, je nachdem, wenn man nicht getrackt werden will, nimmt man Startpage, ansonsten haben viele immer Google voreingestellt. Dann habe ich jetzt zum Beispiel eingegeben, ja, ich habe mal was von D3 gehört, plötzlich digital, da war doch was und gibt das in den Suchschlitz ein und kriegt dann schöne relevante Treffer ausgegeben und da ist dann ein Link, eine Überschrift und noch so ein kurzer Text und dann habe ich da so ein Ergebnis. Und natürlich wollen wir mit unserer eigenen SEO-Maßnahme auch erreichen, dass eine Suchanfrage zu unserem Thema, die wir haben, dann auch entsprechend gleich den triftigen ein triftiges Ergebnis ergibt, wo unsere Seite möglichst weit oben zu finden ist. Wenn ich jetzt die Suchmaschinenoptimierung On-Page anschaue, dann bezieht sich das auf alles, was die Webseiten selber betrifft, also meine sichtbaren Texte auf der Webseite sowie den HTML-Code, was im Quelltext steht. Und der zweite Faktor bei SEO ist die Off-Page-Optimierung. Das betrifft im Wesentlichen eigentlich die Backlinks, also wie meine Seite im Netz verlinkt ist, Verlinkungen, die auf meine Seite führen, wo die vorhanden sind. Also das können Branchenbücher, Webkataloge sein oder Einträge in anderen Blogs oder Online-PR-Maßnahmen oder eben auch kommerzielle Sachen, also nicht organische, die jetzt quasi erstmal kostenneutral sind, sondern kommerzielle, werbliche Maßnahmen, wie zum Beispiel, dass ich Werbebanner schalte oder Display-Ads schalte oder mit Google-Ads hantiere, Google AdWords, Google-Ads. Wenn ich jetzt SEO On-Page machen will, also alles, was meine Webseite selber betrifft, dann gibt es da bestimmte Aspekte, die ich berücksichtigen kann. Das Wichtigste ist natürlich ganz klar der Seiteninhalt, also die Texte und die Medien, die ich da verwende. Und dann gibt es eine Unterscheidung zwischen sogenannten Meta-Tags, Meta-Angaben und den weiteren Inhalten. Und ich erzähle ein bisschen näher was über die Meta-Tags, weil die eine bestimmte Rolle spielen, die ich gleich erläutere und so weiter und so fort. Das weitere so en passant.
Wenn ich jetzt auf eine Seite gucke, dann fällt mir auf, dass ich zum Beispiel oben in dem Browser-Tab habe ich ja immer so einen Browser-Fenster-Titel von dem, was in der Seite passiert. Dann habe ich in der Regel irgendwie einen Header, ein Menü und dann habe ich eine Überschrift und eine Zusammenfassung oder einen Fließtext, noch Bilder oder andere Medien und so weiter und so fort. Und die Meta-Tag-Angaben, die beziehen sich unter anderem darauf, was hier oben im Browser-Fenstertitel stehen soll. Das hat einen Zusammenhang auch mit diesen Google-Suchergebnisseiten, denn dieser Treffer, der in den Google-SERPs zu finden ist, SERPs sind die Search Engine Result Pages, also das, was wir vorfinden, wenn wir eine Google-Suche absolviert haben, diese Listung mit den 10 Treffern, die wir da haben, das sind die Google-SERPs. Da sind üblicherweise immer im gleichen Aufbau zu sehen, die Linklistung, dann gibt es immer diesen hier in lila unten rechts notierten Text, also 321 verschickt, automatisches Reporting beim Weltladen e.V. Das ist das, was ich eben als Browserfenster-Titel gezeigt hatte, also ganz oben in den Browser-Tab. Und darunter ist dann noch so ein kleiner Text geschrieben. Und dieser Title-Tag, der setzt sich normalerweise automatisch zusammen aus dem Beitragstitel und dem Webseitennamen. Aber wenn ich jetzt bewusstes SEO-On-Page mache, dann werde ich meinen Title-Tag händisch vergeben und den entsprechend anpassen, sodass ich vielleicht nicht immer einen Automatismus habe, der sich das so zusammenzieht aus Beitragstitel und Webseitenname, sondern ich vergebe das händisch. Und dieser Title-Tag sollte kurz und aussagekräftig sein, und hat maximal so 55 bis 60 Zeichen Länge, inklusive der Leerzeichen. Und dann ist er komplett lesbar, ansonsten wird er abgeschnitten und es gibt so 3 Pünktchen dahinter. Und das wird also jetzt technisch gesehen im Head-Bereich der Webseite eingetragen. Eine Webseite gliedert sich immer in Head-, Body- und Fußbereich, Footer-Bereich. Und im Head-Bereich passiert das, was man mit den Meta-Tags macht, also zum Beispiel den Title-Tag eintragen. Das wird gleich vielleicht noch plausibler, wenn ich das am Beispiel zeige. Das andere Tag, was wichtig ist, ist das Meta-Tag Description. Das ist dieser kleine Text, der in der Suchergebnislistung unten drunter steht, unter diesem Übertitel. Also was hier heißt, CorelAid unterstützte den Weltladen e.V. bei der Automatisierung des Reportings und so weiter. Und die Description, die ist jetzt kein Ranking-Kriterium in dem Sinne, aber das ist quasi die werbliche, schmeichelnde, also das Lockmittel, was echte Userinnen und User dazu verleitet, auf diesen Link zu klicken und nicht auf den nächsten oder übernächsten, weil man hier die Möglichkeit hätte, genau zu sagen, was auf der Seite passiert und die Essenz zusammenfassend als Metabeschreibung mit einzugeben. Sofern man ein SEO-Tool benutzt, was das bedeutet, kommt gleich noch. Aber wenn man es benutzt, dann wird es eben so eingetragen, dass das im Quelltext im Head-Bereich erscheint mit dieser Schreibung, wie das hier gelistet ist. Also Meta, Name gleich Description, Content gleich und dann halt dieser Satz. Und aus diesen beiden Elementen, nämlich dem Title und der Description, setzt sich das zusammen in der Regel, was man in der Suchergebnisseite gelistet bekommt. Und das wollen wir gerne händisch, ja nicht manipulieren, sondern anpassen oder eingeben, weil das einmal, was den Titel angeht, also ein Ranking-Kriterium ist, wenn da Keywords drin sind, die für meine Seite relevant ist und die Description, die zwar kein Ranking-Kriterium ist, aber dazu dient, jetzt die Userin, den User direkt anzusprechen, die lockt dann halt dazu zu klicken, wenn man da den bestmöglichen zusammengefassten Text findet. Und diese Description hat auch eine bestimmte Länge, mit der die dann hier nicht abgeschnitten ist und vollständig angezeigt werden kann. Das sind dann so in der Regel ungefähr 155 bis 160 Zeichen. Google hat experimentiert, die Description auch länger anzuzeigen, aber das kann Google wie immer gerne selber entscheiden und man weiß auch nicht, wann es so oder so gezeigt wird. Insofern ist der Rat dabei eigentlich immer noch nach wie vor, man möge nur die bis 160 Zeichen die Description formulieren.
Was bei Google überhaupt keine Bedeutung mehr hat, das ist oft noch nicht so durchgedrungen und bekannt, das Meta-Tag Keywords, was auch im Quelltext nur der Seite steht und was früher zu so einer Art Keyword-Stuffing, also Stopp-Stopp, wie eine Stopfgans, geführt hatte, dass man da irgendwie 30, 40, 50 Keywords reinhackt und dann dachte, haha, ist ja im Quelltext, sieht keiner und wird dann trotzdem relevant genommen. Das ist schon ewig und drei Tage nicht mehr aktuell. Das heißt, diese Art von Keywords, die im Head-Bereich eingetragen werden, als Meta, Content gleich Name Keywords, das spielt null keine Rolle mehr bei bei Google. Gut, so, dann kommen wir näher an, wir uns jetzt dem Thema an, SEO On-Page bei oder mit WordPress. Es gibt zwei sehr gute, gängige SEO-Tools, die man verwenden kann. Das ist einmal das Yoast SEO-Plugin. Und einmal das All-in-One-SEO-Plugin. Die gibt es beide in kostenfrei in der Grundstufe, mit die auch oft für Bedürfnisse ausreicht und sind eben Plugins, die man also mit reinhängt in seine WordPress-Anwendung. Und damit kann man SEO-Meta-Tags, also Meta-Angaben, nämlich den Titel und die Description unter anderem reinhängen in den Text, was man sonst nicht machen kann, weil das eben nicht im Core von WordPress angelegt ist, sondern quasi eben mithilfe dieses SEO-Plugins reinkommen muss. Und um das jetzt exemplarisch zu zeigen, wechsle ich mal in das Anschauungsbeispiel. Und zwar haben wir hier die Seite von D3, so geht digital, die diesen Artikel jetzt 321 verschickt, nochmal aufgreift und ich nehme euch jetzt mit in das Backend von D3 und dann sehen wir jetzt hier den Beitrag. Ich habe den jetzt im Editor aufgerufen und wenn ich nach unten scrolle, dann finde ich das Yoast-Plugin, was quasi, weil es aktiviert wurde, auf jeder Artikel- und Seitenseite angeführt wird und da kann ich dann meine Einstellungen vornehmen. So, hier ist mein Yoast SEO und man sieht jetzt, ich habe hier verschiedene Elemente, eine Fokus-Key-Phrase, die Google-Vorschau. Freundlicherweise zeigt mir das Tool das so an, dass ich quasi gleich schon eine Ansicht habe, wie das in der Google-SERP zu sehen wäre, das Ergebnis. Und hier unten mit den Platzhaltern und weiter unten kann ich dann händisch eintragen, wie diese Geschichte aussehen sollte. Also ihr seht jetzt hier, Coral8 unterstütze den Weltladen e.V. Und wenn ich jetzt hier unten was ändern würde, dann würde das 1:1 hier in der Vorschau schon mal angezeigt, wie das sich dann verhält. Und wenn ich das dann speichere, wird das so übernommen und würde dann wieder nach und nach in den Google-Index so reinkommen und kann dann angezeigt werden. Und der SEO-Titel, das ist bei Yoast so vorbelegt, also wenn ich das quasi automatisiert zusammenstellen lasse, dass ich mit dem Titel der Seite und dem Titel der Webseite das anlege, dann kann ich das über diese Platzhalter realisieren. Ich könnte aber auch, wenn ich jetzt sage, mein Keyword kommt in dem Titel gar nicht vor, weil das eher ein Titel ist, der so rhetorisch-metaphorisch eine schönere Ansprache wählt, aber ich brauche hier noch ein Keyword drin, dann könnte ich jetzt zum Beispiel irgendwie Digitalisierung, ein Thema unserer Zeit, das davor schreiben und dann hätte ich jetzt einen händisch ergänzten Titel, der dann eben in der SERP, in Anzeige, aber auch im Browserfenstertitel entsprechend anders angezeigt wird, als es sich automatisch von der Suchmaschine zusammengezogen würde. Und das ist eben der Vorteil dieses SEO-Plugins, dass ich den Titel händisch vergeben kann. Ich könnte zum Beispiel auch den Titel der Webseite an dieser Stelle einfach mal weglassen, weil in den SERPs wird der eh nicht angezeigt, weil der Beitragstitel ist so lang, dass ich da über diese 60 Zeichen hinauskomme und dann wird das eh abgeschnitten. Und die Metabeschreibung habe ich hier unten reingefüllt und was eben praktisch ist auch bei diesem SEO-Tool ist, dass wenn ich jetzt den Text verfasse, dann kriege ich hier unten so einen grünen Balken. Sobald ich eine Menge habe, die lang genug ist für eine Description, wenn die zu kurz ist, wird das noch orange gezeigt. Und wenn ich es übertreibe und jetzt irgendwie noch mehr reinhacke, wird es wieder orange, weil ich dann einen zu langen Text habe. Und mit der Description verhält es sich so, dass Google, wenn es keine
kein Meta-Tag-Description gibt, dann wird sich Google selber irgendeinen Inhaltsausschnitt, ein Snippet aus der Seite rausziehen und den entsprechend anzeigen. Das muss aber nicht immer der Beste sein, sodass es sicherer ist, dass man selber eben hier die Chance nutzt, eine super Kurzzusammenfassung anzugeben, wie gesagt, für Leserinnen und Leser, damit die eben auf diesen Link draufklicken und sich dann das die entsprechende Seite angucken. Google nimmt sich allerdings auch die Freiheit, wenn er es sie findet, dass ein anderer Snippet als die Description triftiger für die Darstellung zu der Suchanfrage, die ich jetzt hatte, wäre, dann doch auch einen anderen Ausschnitt zu nehmen. Also es ist nicht total garantiert, dass immer nur die Metabeschreibung, wenn ich sie eingetragen habe, gezeigt wird, sondern das kann auch mal ein anderer Inhalt sein. Aber ich sollte die Chance nutzen, jeden Artikel und jeden Beitrag mit so einer Metabeschreibung zu versehen, weil es kann eben auch mal was Döveres angezeigt werden. Zum Beispiel eine Impressumsseite sollte man auch eine Metabeschreibung mitgeben, wo dann nicht drinstehen sollte, dies ist das Impressum von D3, sondern D3 kümmert sich um Digitalisierung und ist im Engagement bereit tätig und hier ist das Impressum, also so aller dem Stil, könnte man dann eben noch ein bisschen auch werblich seine Sache vorbringen, obwohl es nur die blöde Impressumsseite ist. Und das sollte man auf jeden Fall nutzen. Ein Feature, was auch ganz schön ist bei dem Yoast-Plugin, ist, dass man noch automatisch SEO-Analysen bekommt. Hier ist jetzt rechts die Übersicht, Lesbarkeitsanalyse gut, SEO-Analyse okay. Die wird immer angezeigt, indem man hier unten auf SEO-Analyse geht. Und es wird nicht immer sein, dass immer alles grün ist und im grünsten Bereich. Da muss man auch sagen, Mut zur Lücke, weil nicht immer kann man das so optimiert machen, dass alles ganz grün wird, weil es auch manchmal quasi Schwachsinn ist. Also ich sage jetzt mal Schwachsinn im Sinne von, die Lesbarkeitsanalyse ist manchmal nur orange, weil der Text angeblich zu komplex sei. Wobei komplex für so ein Tool leicht mal da anfängt bei, wenn ich mal 3 Fachwörter drin habe, dann ist das schon schwer lesbar oder so. Da muss man sich auch einfach mal drüber hinwegsetzen. Jedenfalls wird mir hier so im Reporting angezeigt, in Rot, Orange und Grün, was gut und was nicht so toll ist. Das heißt, ich habe, habe ich hier gut gemacht. Es gibt ausgehende Links. Die Länge der Keyphrase ist okay. Die Länge der Metabeschreibung passt. Bereits verwendete Keyphrase ist auch noch nicht verwendet worden. Die Textlänge des Gesamttextes ist auch gut, also eben nicht zu kurz. Und auch die Keyphrase ist auch im Permalink vorhanden. Da fragt man sich natürlich jetzt, was ist eine Keyphrase? Das ist ganz weiter oben. Und zwar fängt das damit eigentlich an. Die Fokus-Key-Phrase, die dient dazu, dass ich mir selber klar mache, hoppla, da wollte ich gar nicht hin. Wieder zu schnell geklickt. Jetzt muss ich mal in den anderen. Ja, jetzt geht das Ding hier nicht weg. Die Leiste liegt jetzt gerade über meinem Umschalter. Deswegen muss ich das mal hier zumachen. Geht das? So, da bin ich wieder. Also die Fokus-Key-Phrase ist ein Haupt-Keyword, was für diese Seite, die ich jetzt optimieren will, am relevantesten ist. Im Idealfall habe ich die auch im Titel mit drin und im ersten Absatz meines inhaltlichen Textes. Also schon wenn im ersten Absatz die Key-Phrase nicht drin vorkommt, meckert das Tool und sagt dann, die Keyphrase ist aber nicht im ersten Textabsatz mit drin. Das kann man nicht immer berücksichtigen. Das ist dann auch nicht so schlimm. Wichtig ist zu wissen, wenn ich hier eine Keyphrase reinschreibe, dann bedeutet das nicht, dass die irgendwie SEO-relevant wirkt, sondern die Keyphrase ist für mich ein internes Mittel, damit dieses Yoast-Plugin mir sagen kann, ob meine Keyword-Logik in sich geschlossen passend ist. Also das wirkt sich quasi nicht nach außen aus, sondern nach innen für die innere Analyse. Also wenn ich der Meinung bin, Reporting ist hier das Hauptkeyword, dann sollte es auch da, dort und dort vorkommen und in entsprechender Weise verwendet sein. Es heißt aber nicht, dass ich jetzt
diese Seite besonders gut für Reporting optimiert habe, sondern das hängt dann davon ab, ob das im weiteren Inhalt auch drin vorkommt. Und das analysiert mir halt dieser Yoast SEO, dieses Tool. Und ich habe dann sozusagen mich vergewissert, das ist auch das, worauf es hier zugeht. Das waren jetzt mal so die wesentlichen Features, die man hier hat. Wenn ich jetzt auf die anderen Reiter gehe, kann ich noch so ein paar andere Sachen sehen. Also die Lesbarkeit ist zum Beispiel hier in dem Artikel gut. Dann wird immer dieser Flash-Reading-Wert gemessen. Der Flash-Wert ist hier 44,3, was als schwer zum Lesen gilt. Ne? Da denkt man sich doch gleich, ja, Kappes, diesen Artikel kann jeder verstehen und jede oder die meisten. Das ignoriere ich mal geflissentlich. Zum Glück gibt es hier noch weitere Analyseergebnisse, die alle auf grün stehen und die den Mittelwert sozusagen wieder nach oben ziehen, sodass die Lesbarkeitsanalyse insgesamt gut ist. Das heißt, es werden genug aktive Sätze verwendet, also nicht es wird gegeben, sondern wir geben euch oder also keine Passivkonstruktion. Es gibt genug Abwechslung in den Sätzen. Die Verteilung von Zwischenüberschriften ist gut gemacht, also immer schön portioniert, damit die Seite gut gegliedert ist. Keiner der Absätze ist zu lang, also nicht so eine Bleiwüste. Satzlängen sind sogar großartig, also keine Bandwurmsätze à la Kleist über 3,5 Seiten. Und Bindewörter ist auch gut gemacht. So, ne? Da kann man jetzt sich hier orientieren, was man da noch anpassen will. Der Reiterschema, der ist quasi dafür da, wenn man mit Rich Data arbeitet. Also man könnte quasi den Seitentyp anders definieren. Also wenn das zum Beispiel eine FAQ-Seite wäre und Google im Weiteren bei der Ausdifferenzierung nach, was ist eine Seite für eine Art Seite, hat dann erfasst, gibt jetzt separat aus in der FAQ-Seite. Also da gibt es ja öfters jetzt schon in den Suchergebnissen dieses Frage-Antwort-Prinzip, dass man oben eine Frage und eine Antwort dazu als Auszug bekommt. Das wäre quasi, einerseits könnte das ein Rich Snippet sein, das eben FAQ-Seite, Frage-Antwort-Seite verwendet. Oder Google kann das auch anders ermitteln, weil einfach in einem Text ein Text mit einer Frage und einer Antwort beginnt. Aber es könnte eben auch so eine Systematisierung sein, dass man die Art des Typ, den Typ des der Seite entsprechend eingestellt hätte. Dann gibt es noch den Reiter Social. Der ist ein Premium-Feature, das wir dann nicht haben. Das muss aber auch nicht sein. Da kann man die Anpassungen vornehmen. Wenn man zum Beispiel den Link in Facebook reinfeatured, dann zieht sich das ja immer ein Vorschaubild. Und hier könnte man mit einer Pro-Version definieren, dass das Bild, was automatisch gezogen wird, nicht das ist, was von der Webseite stammt, sondern das, was ich hier definiert habe. Das wird dann mit dem Open Graph, OG abgekürzt im Quelltext, mit dem Open Graph versehen definiert, dass man das dann anders ausschreiben kann. Genau, so. Gehe ich nochmal zurück auf meinen ersten Reiter, der Hauptreiter, der uns im Wesentlichen interessiert. Da habe ich jetzt eben mein Fokus-Key-Phrase gesetzt. Ich habe meine Vorschau. Ich kann meinen SEO-Titel setzen. Also ich kann diese Variablen einfügen mit Insert. Das sind die Vorgaben, die ich habe. Die habe ich ja jetzt hier auch im Wesentlichen mit drin. Oder ich kann was händisch eintragen, ergänzend oder sowieso. Also das ist hier beides in Kombination auch möglich, das einzutragen. So, jetzt habe ich da was ergänzt, händisch. Dann habe ich den Permalink, den habe ich jetzt noch nicht angesprochen, weil das ist quasi der Ordnername wie der Name der Seite nach der Hauptdomain, also so geht digital / automatisches minus Reporting. Das ist der Permalink. Den könnte ich jetzt hier zwar ändern, aber bei einer gut laufenden Seite, die schon länger publik ist, werde ich das tunlichst lassen, weil sonst eine Fehlermeldung kommt. Der Permalink, den legt man eigentlich von vornherein vernünftig fest.
indem man, wenn man die Seite neu geschrieben hat und gespeichert hat, gleich oben die URL kontrolliert und das entsprechend einstellt. Und der Permalink wird dann hier übernommen. Den sollte man nach Veröffentlichung der Seite eigentlich nicht mehr verändern. Außer wenn man gerade frisch festgestellt hat, ich habe die Seite veröffentlicht und die hatte irgendwie noch einen unmöglichen langen Permalink mit 1000 Partikeln und Zwischenwörtern, der, in, auf und. Das braucht man ja alles nicht bei der URL. Metabeschreibung kommt da drunter, hatte ich ja auch schon erwähnt. Und dann unten drunter hat man eben diese SEO-Analyse und kann dann das Mecker noch abstellen, indem man entweder den Text umschreibt oder seine Fokus-Key-Phrase anders wählt, dass das besser zueinander passt. Und dann gibt es zum Beispiel hier noch ein Verbesserungsangebot, Bilder mit Alt-Attributen. Bilder habe ich noch gar nicht besprochen. Noch dazu einen kurzen Satz. Wenn ich Bilder in meiner Seite drin habe, sollte ich auch immer die Bilder mit Alternativtexten versehen und im besten Falle auch mit einer Bildbeschreibung, weil die Google-Suche ist, der Suchrobot kann ja nach wie vor nicht so gut Bilder erkennen oder irgendwie, jedenfalls für die SEO-Zwecke ist das noch nicht alles so aufbereitet, sodass ich bei Bildmaterialien und Medien darauf angewiesen bin, textliche Umschreibungen um das Bild, um das Medium mit drumherum mitzugeben. Der Alternativtext ist dabei, kümmert sich um Barrierefreiheit. Das heißt, der ist dafür da, dass Leute, die mit dem Screenreader lesen, die Seite, sich das vorlesen lassen, was im Alternativtext steht, weil sie vielleicht blind sind und das Bild gar nicht sehen können. Also der Alternativtext sollte immer einen beschreibenden Charakter haben, während die Bildbeschreibung, also der quasi die Description des Bildes, die man auch separat eingeben kann, die kann dann eher mehr so auf SEO ausgerichtet sein und dann kann man da ein bisschen Branding machen und seinen Markennamen damit reinschreiben oder wenn es zusammenpasst, da halt ein bisschen mehr auf Inhaltliches gehen. Hier wird jetzt moniert, dass die Bilder auf der Seite keine Alt-Attribute haben, die das Thema deines Textes widerspiegelt. Das kann jetzt auch nicht so sein, weil wir im Alternativtext natürlich kein Branding und kein Keyword-Gestopfe machen wollen, sondern wir wollen den so ausschreiben, dass er für Barrierefreiheit geeignet ist. Das passt dann in dieser Stelle halt nicht so zusammen. Okay, gut. Soweit erstmal jetzt vom Vorstellen her. Wir haben jetzt kurz vor halb. Es soll ja auch mindestens ja diese Viertelstunde Zeit sein für Fragen, die wir jetzt dann zulassen können. Und ich hoffe, dass ihr euch das entweder gemerkt habt, was ihr fragen wollt, oder es schon reingehackt habt, damit wir da jetzt eure Fragen beantworten können, beziehungsweise ich. Erstmal vielen, vielen Dank. Genau, das wären eher Fragen, die du beantworten könntest. Es war ein sehr, sehr guter und übersichtlicher Einblick. Und wir fühlen uns geschmeichelt, dass du uns gewählt hast und auch den schönen Artikel von Coral Aid. Lesenswert auf jeden Fall. Es kamen jetzt gar nicht so viele Fragen über den Chat. Gar nicht so viele, würde ich auch mal behaupten, keine. Und von daher nochmal aktiv in die Runde. Ihr habt jetzt hier die Möglichkeit, 15 Minuten mit Karin eure Fragen, also ganz offen, wo steht ihr gerade vielleicht beim Thema Suchmaschinenoptimierung? Viele nutzen ja auch bereits WordPress, also wir haben es ja auch sehr explizit das nochmal angeschaut. Also jetzt könnt ihr die Tasten glühen lassen und euch gerne... Ansonsten haben wir dann jetzt... Entweder ja. Lauter Experten, die das alles schon wussten, oder Leute, die vielleicht noch so im Anfangsbereich stehen, dass sie noch nicht genau wissen, was sie eigentlich für eine Frage haben. Das wäre natürlich jetzt bedauerlich, wenn das jetzt so ein Galopp war. Jetzt glüht es gerade. Ah, okay. Die erste Frage kommt von Kim. Wie funktioniert das mit dem Permalink genau? Ja, also der Permalink ist einfach der Seitentitel, der... Wo war ich? Ich gehe da nochmal rein in den Beitrag. Also ich gehe einfach mal nach ganz oben. Ich lege einen Beitrag neu an und dann hat er ja irgendeinen Titel, den ich automatisch erstellen lassen kann. Oder ich kann ihn händisch beeinflussen. Im Gutenberg-Editor finde ich den auch hier rechts auf der Seite.
Nicht auch, sondern finde ihn dort. Im alten Classic Editor steht der hier oben über dem Text. Da kann man den sozusagen anklicken und auf Bearbeiten machen. Dann kann man den da eingeben. Jetzt habe ich den Gutenberg Editor, ist der halt hier gestanden. Und wenn ich jetzt gucke, automatisches Reporting und ich gehe auf die so digitale Seite selber, dann sehe ich ja, dass dieser Permalink-Titel, baue schnell auf, dass der hier quasi in der URL-Zeile mit drin ist. Ist jetzt ein bisschen verdeckt durch meine Menüleiste. Und das ist sozusagen der Ordnername der Seite, die ich angelegt habe. Das ist der Permalink. Und den Permalink überhaupt bekommen, tue ich, indem ich ja in WordPress bei den Einstellungen bei Lesen auch die Permalinks so einstelle, dass ich quasi einen lesbaren Link bekomme. Also dass da nicht eine ID gleich 425 steht, sondern dass ich einen lesbaren Ordnernamen bekomme, falls das die Frage war. Das kann ich jetzt nicht einschätzen, ob es dann Daher so weit genau ging. die Frage an Kim. Gib gerne im Chat Bescheid, ob das deine Fragen rund um den Permalink geklärt haben. Dann würde ich zu der nächsten Frage übergehen, aber auch nochmal anmerken. Coral82 bedankt sich auch vielmals für deinen super Input, Karin, und hat eine Frage zu den Backlinks, ob damit auch Links zu Profilseiten von sozialen Medien, also sprich LinkedIn, Twitter und Co. gemeint sind. Und Kim gibt auch bereits Bescheid, dass es geholfen hat und bedankt sich vielmals. Und dann die Frage von Coral 8 bezüglich der Backlinks. Gerade Ja, auf das. ich lese das auch gerade noch mit dem Chat mit. Also die Verlinkung der eigenen Seite zu eigenen Profilseiten auf LinkedIn und Co. Umgekehrt, bei Backlinks geht es immer um Links, die von woanders auf eure Seite gehen. Ich weiß nicht, ob das nur missverständlich geschrieben ist. Die Frage zu den Backlinks, also die Links zu Profilseiten auf soziale Medien. Also es geht um Links aus den sozialen Medien auf eure Seite, die natürlich super sind, weil man dann irgendwie klickenderweise folgen kann. Sie haben aber keinen Ranking-Effekt, weil Links aus Social-Media-Profilen auf eure Webseite sind sogenannte No-Follow-Links. Das bedeutet, die Suchmaschine folgt diesen Links nicht. Aus Facebook ist eh klar, weil Google ist in der Facebook-Welt nicht vorhanden. Google folgt ja nicht innerhalb von Facebook einem Link, der aus Facebook rausgeht. Und bei den anderen Social Media ist es ähnlich. Das hat sozusagen keine Effekte, dass Google da irgendwie dem nachgeht, sondern das sind Links, die einfach so relevant sind, weil dann User und Userinnen, die euch folgen können und Traffic auf die Seite kommt, aber nicht für die Google-Suchmaschine. Und Und dass ihr selber eure Social-Media-Profile auf eurer Webseite drauf habt, das ist dafür wichtig, dass man euch natürlich auf allen Kanälen finden kann, aber jetzt nicht fürs Ranking der Seite. Weil für Ranking der Seite sind im Wesentlichen Qualität und Inhalt der Webseite von Interesse und die Backlink-Struktur, wie eure Seite im Internet eingebettet ist und gefunden wird, von anderen empfohlen wird sozusagen. ich hoffe, das hat die Frage geklärt. Coral8, super, danke. Kanja hat schon Bescheid gegeben. Und dann kam noch die Frage, wo man genau die Bildbeschreibung alter Attribute einfügt. Ob du das vielleicht noch mal zeigen könntest, wo man das genau Da macht. geht ihr in die Mediathek eurer WordPress-Installation und wenn ihr ein Bild hochladet, habt ihr ja verschiedene Möglichkeiten. Das ist jetzt ja auch gar keine SEO-Frage, sondern das ist ja generell gute Genau. Pflege, dass man das so macht. Ihr geht in eure Mediathek und ruft gerade das Bild hoch und dann habt ihr verschiedene Fenster, wo man da Texte mit beigeben kann. Ich nehme jetzt mal ein anderes Bild, weil das ist schon älter da aus dem Artikel da. Das werde ich jetzt nicht so schnell finden. Nehmen wir mal das. Genau. Das ist auch hier ist guter Stil. Die drei macht auch immer schön alles Notwendige da rein. Also ihr habt das Bild hochgeladen, dann sind quasi beim Hochladen gibt es eben diese Felder, die angezeigt werden. Dann habt ihr gleich oben alternativer Text. Ne? Und hier wird jetzt schön ihr auch in super vorbildlich Foto aus der Hackerschool, bla bla bla. Also eine beschreibende Weise. Der Titel ist der Titel, der jetzt zum Beispiel auch Branding beinhalten könnte. Girls Hackerschool.
zusammen mit D3 oder mit Sogit Digital, da wäre das Branding damit bei. Beschriftung, Achtung, aufgepasst, ist die sichtbare Bildunterschrift. Das heißt, wenn ich ein Bild auf der Webseite habe, kann die ja einen Untertitel haben, also eine Bildbeschriftung. Das ist damit gemeint. Das will man vielleicht nicht immer haben, weil das sieht manchmal doof aus oder braucht man es nicht oder ist es nur ein Schmuckbild, dann hat man da keine Unterschrift. Aber das Wesentliche sind der Alternativtext und der Titel. Die Beschreibung hier, die kann man auch ausfüllen, die wird allerdings jetzt nicht oft sichtbar angezeigt, sondern nur auf bestimmten Seiten. Das wird jetzt zu weit führen, wo das genau ist. Da könnt ihr auch noch Beschreibung reinschreiben. Die kann auch ein bisschen länger sein als das, was hier im Titel steht, ist aber jetzt nicht so zwingend. Wichtig ist, dass ihr vor allem den alternativen Text und den Titel hier reinschreibt. Und der Titel, der zieht sich meistens irgendwie aus dem JPEG-Namen. Der hat dann oft hier so Bindestriche drin, sodass man das auflösen sollte und in schön sozusagen den Text schreiben sollte. Super. Vielen, vielen Dank dafür, Karin. Da kann ich auch, natürlich haben wir dazu auch Artikel, also wenn ihr auf so geht, digital geht, Barrierefreiheit in die Suchmaske eingeben, da kommen auch einige Artikel zum Thema, als aber auch die 8. Sprechstunde von Lilly von den Sozialhelden, da ging es um das Thema Barrierefreiheit bei Online-Workshops, kann ich auch sehr empfehlen zum Nachschauen. Genau, dann kam noch die Frage, welche Plugins bei WordPress für SEO sind noch empfehlenswert? Also wir haben jetzt Yoast genau genutzt, ob du mir da noch andere empfehlen kannst. Also ich würde Yoast oder All-in-One SEO empfehlen. Das sind wirklich die beiden, also All-in-One SEO ist vielleicht noch ein bisschen einfacher in der Handhabung. Yoast ist immer so ein bisschen so pomp, kann man ganz viel mitmachen. All-in-One SEO ist für Anfänger vielleicht ein bisschen einfacher, obwohl es stimmt auch nicht. Also ich kann beide empfehlen. Kann man ausprobieren. Beide sind okay. Super. Dann kommt auch noch die Frage von Sisel auch wieder, bewertet Google Umleitung auf Subdomains zu Webseiten hin negativ? Umleitung von was nach wohin? Also wenn man jetzt Subdomain Links in der Hauptdomain mit drin hat oder wie ist das gemeint? Ich verstehe nicht ganz den Kontext. Genau, da wird sie vielleicht jetzt nochmal nachlegen und nochmal genaue Info dazu geben. Da kam aber auch nochmal, also insgesamt ist die Resonanz natürlich sehr gut zu dem wirklich schönen Input von dir, Karin. Und von Kerstin bedankt sich auch mehrmals und sie steht gerade am Anfang der Webseite. Vielleicht so, das ist immer schwierig zu sagen, aber was würdest du am Anfang empfehlen, wenn ich jetzt gerade irgendwie eine neue Webseite und sie stehen jetzt gerade ganz am Anfang? Also das war jetzt natürlich sehr extrem hilfreich, aber das ist ein Mantra, was man, wenn man das gerade zum Beginn ist, was man immer mitdenken sollte. So einen kurzen Zweizeiler, was du immer mitgeben würdest. Also ich würde vorschlagen, dass man SEO sozusagen nicht macht, wenn die Webseite fertig ist, sondern gleich mitdenken soll. Man soll aber auch nicht zu viel an die Suchmaschinen denken, sondern immer schön auch an die Leserinnen und Leser. Das heißt, ich schreibe erstmal so, dass ich das selber gerne lesen würde und nicht, dass ich denke, ah, was will die Maschine haben? Weil das wird jetzt auch immer komplexer. Also die Google ist ziemlich hinterher mit semantischer Suche. Es klappt natürlich alles noch nicht so, aber es ist schon so, dass wir jetzt nicht mehr immer einfach nur noch um Keywords uns drehen, sondern es geht um so eine Gesamttextqualität, weil eben die Keywords jetzt auch in ihrem Kontext, in ihrem Worteumfeld zumindest, also es geht schon in Richtung Semantik, ist noch nicht wirklich semantisch, bewertet werden. Und deswegen ist es nicht mehr so wichtig, jetzt nur das einzelne Keyword immer im Auge zu haben und daraufhin zu optimieren, sondern die Textstruktur insgesamt im Blick zu haben. Und das gleich, und aber die SEO-Aspekte gleich von Anfang an mitzudenken, das ist dann auch, fließt dann irgendwie so natürlich mit ein. Da muss man sich nicht so, das muss man sich nicht so wie zwei verschiedene Stück Kuchen vorstellen, sondern es ist so eine Torte insgesamt. Jetzt war diese Antwort mit der Subdomain. Also die Webseite selbst ist auf der Subdomain gehostet. Also die Umleitung dürfte ja eine 301-Weiterleitung sein. Da ist eigentlich kein Problem zu finden. Es sollte halt nicht die Seite sowohl über die Hauptdomain als auch über die Subdomain gefunden werden mit dem gleichen Inhalt, weil das ist Duplicate Content. Das ist auch so, wenn man eine Seite hat, die über www.meineseite.de und ohne www.meineseite.de gefunden wird, dann ist das auch Duplicate Content. Also da muss man eine Weiterleitung schalten. Viele Hoster machen das automatisch, dass die www-Version auf das andere oder umgekehrt die non-www
auf die www-Seite zurückverweist, sodass man das gar nicht einzeln abrufen kann. Aber wenn jetzt nicht auch die Hauptdomain auch auf den gleichen WordPress-Ordner zeigt, dann ist das kein Problem. Okay, super. Ich hoffe, das konnte die Frage beantworten. Ansonsten würde ich an der Stelle euch jetzt mal einen Link in den Chat geben. Hier findet ihr nämlich die Übersichtsseite der plötzlich digital Sprechstunde. Da findet ihr alle Aufzeichnungen, auch die Präsentationen, auch die Präsentation. Entschuldigung. So, sorry. Auch die Präsentation der Aufzeichnungen und jetzt werde ich hier gerade gestört. Und da gibt es auch einen Link zum Slack Workspace und da ist auch Karin und das wollte ich nämlich, darauf wollte ich hinaus. Da könnt ihr dann auch weitere Fragen stellen. Karin ist dort auch als Ansprechperson noch weiterhin da und genau, da findet ihr alles. Es geht am 5. Februar weiter mit der 23. Ausgabe. Das Thema, wir haben uns das letzte Mal noch zusammengesetzt mit den Initiatoren der Sprechstunde. Wir haben ein buntes Potpourri vorbereitet. Wir warten noch auf die eine Zusage, aber es wird spannend weitergehen am 5. Februar auch. Genau, es hat mich sehr gefreut, dass ich heute meine letzte Sprechstunde mit dir, Karin, auch machen durfte. Und es war eine sehr schöne Erfahrung über die mittlerweile 22 Ausgaben und freue mich sehr, dass dann Aris ab 5. Februar das weiterführt und genau, an alle anderen Teilnehmenden, kommt gerne auf den Slack Workspace, tauscht euch da aus und genau, dort habt ihr auch die Möglichkeit, nochmal Fragen zu stellen oder auch, wenn ihr Themen habt, die ihr gerne mal besprechen würdet oder Expertinnen sucht, helfen wir da natürlich auch gerne und versuchen, das hier in dem Format zu integrieren, dass wir dann immer sehr praxisorientiert und anwendungsnah bleiben. Genau. Vielen, vielen Dank. Ja, auch von mir danke für die netten Feedbacks auch. Und das PDF, was ich anfangs gezeigt habe, wird ja dann auch in ein paar Tagen mit der Videoaufzeichnung auf der Seite stehen. Das ist noch ein bisschen länger. Das sind über 20 Seiten. Die konnte ich jetzt nicht alle bringen, aber da könnt ihr euch noch weiter durchblättern. Da sind noch so ein paar andere hilfreiche Tipps, die ich jetzt weglassen musste aus Zeitgründen. Und ja, vielleicht hilft es euch ja weiter. Und dann, ja, dann vielen Dank für die schöne Moderation an euch beide und bis die Tage mal wieder im Web. Alles klar. Wunderschönes Wochenende an euch alle. Ja, euch auch. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Bye, bye.